Ich folge einer super, super lieben Einladung an die Mosel. Die nächsten Tage stehen voll und ganz im Zeichen der Jagd. Wir jagen auf Schwarzwild, auf Rehwild und auf Raubwild. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Jagdleben, mein Weg mit Jagdschein. Das Wetter war fantastisch und so machten wir uns voller Vorfreude auf den Weg nach Rheinland-Pfalz, um in den Weinbergen zu jagen. Mit jedem Kilometer, den wir uns unserem Ziel näherten, stieg die Vorfreude. Doch dann fuhren wir in eine fast undurchdringliche Nebelwand. So, wir haben uns jetzt kurz gestärkt, haben die anderen kennengelernt und jetzt geht's zum nächtlichen Ansitz auf Sauen. Wir fahren hier gerade eine unfassbar steile, kurvenreiche Waldstrecke hoch. Der Nebel, der wird immer dichter, also es wird auf jeden Fall nicht einfach, da heute irgendwie ja, was richtig zu sehen, wenn der sich nicht ein bisschen verziehen sollte, der Nebel. Ja, mal schauen, was das hier gibt, ob das hier Nebel des Grauens wird oder ob wir gleich sagen, das war ein unfassbar guter Ansitz. Mal sehen. Leider sollte sich der Nebel über Stunden halten und nach knapp 5 Stunden hatten wir den ersten Anblick in Form dieser Überläuferrotte mit der führenden Bache vorneweg. Leider außerhalb der Schussdistanz, aber ich hatte mich sehr über diesen Anblick gefreut. Es war tatsächlich das erste Schwarzwild, was ich vorhatte. Traten vor uns in den Weinberg. Nach ordentlichem Ansprechen stellte sich jedoch heraus, dass keins der Stücke freigegeben war. Es handelte sich hier um eine Ricke mit Bockkitz und einem Jährlingsbock. Sowohl mit dem Fernglas wie auch mit der Wärmebildkamera aufmerksam die Umgebung ab. Nach kurzer Zeit konnte ich mit meiner Wärmebildkamera 2 leuchtende Punkte auf der gegenüberliegenden Seite am Rande der Dickung feststellen. Rehwild trat aus. Ja, wir haben das erste Rehwild vor. Da ist tatsächlich auch ein passendes Stück dabei. Ein Rickenkitz. Ja, eine Ricke,
Bockkids und Brickenkids. Die sind aber viel zu weit noch weg. Wir hoffen, dass sie noch zum Essen hier auf die Freifläche ziehen. Das wäre natürlich ein Traum. Tja, mal schauen, was sie machen. Die Stücke ästen in knapp 250 Meter Entfernung, direkt vor der Dickung. Nach einer Dreiviertelstunde traten sie auf die Freifläche und kamen so endlich in Schussentfernung. Das Rickenkitzer stand jetzt breit. Ich hab's beschossen, bin auch gut abgekommen. Und das ist jetzt in die Dickung geflüchtet. Und jetzt ist es noch hell, jetzt gehen wir mit der Wärmebildkamera hin und gucken, wo es liegt. Wärmebildkamera habe ich jetzt hier mal eben abgeleuchtet, weil das hier genau in den Dickungsbereich reingelaufen ist. Und ich sehe es da vorne liegen, also es ist tödlich getroffen. Und es liegt wunderbar im Hellen. Genial. Weidmannsheil. Mit diesem jagdlichen Erlebnis endete ein wunderschönes Jagdwochenende. Ich werde noch sehr lange von diesem Wochenende zehren und sage noch einmal Danke für diese wunderbare Einladung und die herzliche Gastfreundschaft. Weidmannsheil, bis zur nächsten Folge Jagdleben.